Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich habe ein Paket bekommen, ihr werdet hier auch irgendwo Werbung sehen, und ich habe es von BenQ zur Verfügung gestellt bekommen. Ich habe ja schon mal diese Desktop-Lampe gemacht, die man oben auf den Desktop draufpackt. Und jetzt habe ich nochmal so eine gekriegt, also haben sie gefragt, ob ich die denn auch mal vorstellen wollen würde. Die ist für Laptops. Und da habe ich gesagt, Laptop? Ist ja geil. Ich sitze doch am Laptop sowieso, wenn ich Papierkram mache oder so und den PC nicht anmachen will und meine Serien gucke und mache ein bisschen nebenbei Papierkram, sitze ich ja am Wohnzimmertisch. Passt super. Und das wollen wir jetzt erstmal auspacken. Und da habe ich dann gedacht, Mensch, das kommt doch dann ganz gut. Von der Desktop-Lampe haben sie auch zwei Modelle. Da war ich auch echt schon drauf und dran, bei Amazon mir die andere Version zu bestellen. Die hat so einen Drehregler. Sieht auch richtig geil aus. Und BenQ. Okay. So ein großer Karton heute. Und das ist die Lampe. Ich kann euch das mal in Relation zeigen. So sieht das aus. Da hätte man auch unten das so reinlegen können, den Karton hier durchschneiden können und dann umfalten können. Ja. Meine Frau wird schon müde. So. Und hier haben wir sie. Die Screenbar Light von BenQ ist das. Optisch sieht die auch wieder sehr schick aus. Und die ist für Laptops. So, ich zeige euch die erstmal von vorne. Das ist die Screenbar Light. Und hier sieht man auch, dass er für Desktops ist. Also für Laptops ist. Ich weiß jetzt gar nicht, was der für einen Zoll hat. Hier steht auch keine Maße gerade drauf. Ja, vielleicht mache ich die auch auf meinen zweiten Bildschirm am PC noch zusätzlich. Auf den unteren, weil da passt die lange Bar nicht hin, weil durch die Kamera, die geht mir dann durch den Bildschirm oben, geht mir da zu viel verloren. So. Das werden wir mal wegpacken. So, die Zettelei weg. So. Und dann werden wir das mal hier aufmachen. Und uns das mal ganz genau angucken. Und die, wie gesagt, die normale Screenbar, die benutze ich immer noch. Ich liebe das Teil. Oh. Ein Plastik. Ah, das ist geil. Da haben sie extra an die Laptop-Leute gedacht, nicht nur einfach eine Lampe bauen. Und dann bau dir die oben ran. Und wenn du sie nicht brauchst, stellst du sie weg, egal wohin. Hat man einen Karton, wo man sie wieder, Plastik, wo man sie vernünftig wieder reinpacken kann mit Clips hier dran. Also da, Hut ab an BenQ, da wurde mal mitgedacht. Also nicht mal mitgedacht, aber wenn ich mir andere Hersteller angucke, ja, da kauft man so vielleicht so eine Lampe und da ist die im Pappkarton drin und baust du sie oben auf den Laptop ran. Der Laptop steht aber nicht immer da, wo er steht, weil Laptop heißt ja mitnehmen. Was machst du mit der Lampe dann, wenn du den Laptop in den Schrank packst, unter den Tisch packst? Ja, dann musst du die auch so runterpacken. Hier haben wir einen schönen Karton, wo wir sie jederzeit wieder reinpacken können. Wir haben auch jetzt wirklich hier nur außen das, was ich euch gezeigt habe. Und dann haben wir hier die Screenbar drin. Unten ist, glaube ich, noch eine Beschreibung. Ja, einen Zettel haben wir hier noch mit drin. Und das ist auch keine Pappe oder so ein Lückenhalter oder so. Das ist so ein, na, Styropor ist das nicht. Das ist doch so ein bisschen wie Styropor, aber so gummiartig ist das. Ja, auch mit so Einkerbung, wo man die Lampe dann jederzeit wieder reinpacken kann. Also da, Hut ab, mitgedacht. Ach, und hier steht es auch drauf, BenQ Screenbar Light. Also das seht ihr bestimmt jetzt nicht. Auf dem Karton steht es drauf. So. Ich glaube, ich mache das Hardware-Video gleich mit rum. Ich mach jetzt ein Video, weil was soll ich da jetzt großartig zeigen? Das ist ja auch Quatsch. Das ist ja, die kann ich euch die Knöpfe zeigen und ein Kabel. Das ist ja auch Blödsinn. Da machen wir ein Video, machen wir da.
So, hier steht es in Chinesisch drauf. Ich mache mal den Zettel wieder rein. Ich finde es so schön. Ich finde es rein optisch, finde ich es schöner. So, und dann haben wir jetzt hier die Screenbar. Oh, oh, ist das geil. Oh, ist das geil. Hier unten haben wir dann den USB-Anschluss. Der ist dann für Strom, logischerweise. Ich lasse den mal hier drin. Hier oben haben wir dann noch so ein Plaste drauf als Schutz. Ich mache die mal jetzt so hin, wie man sie ranmacht. So. Also so, wir können sie hier hinten, haben wir dann so einen Clip dran. Seht ihr das? Da. Auch für dickere Bildschirme geeignet oder für dünne Bildschirme geeignet. Zack. Hinten haben wir dann das BenQ-Logo. Seht ihr das? Da. Sieht aus wie gebürstetet Metall. Also ist glatt, aber die Optik ist so gebürstet. Ich weiß nicht, ob die bei der Kamera so gut rüberkommt. Ich hole euch mal noch ein bisschen näher ran. Ja, platzmäßig ist hier gerade mit den ganzen Kartons alles ein bisschen scheiße. So. Das, jetzt seht ihr das. BenQ und das ist hier gebürstetet Metall. Ist auch wirklich Metall, wartet. Und da kommt dann da der Kabel. Der geht da durch und dann kann man das hier auf und zu machen. Und hier in dem Metall drinne, hier, das ist so Gummi. Also so rutschfest, aber auch hier unten. Das kann ich euch jetzt doof zeigen. Aber hier auf diesen kleinen Nippeln, also die links und rechts, da ist auch so ein Anti-Rutsch-Zeug drauf, damit es gut hält. So, und jetzt nehmen wir uns das einfach mal. So. Und. Oh, ist ja cool. So, und dann machen wir das jetzt mal, tun wir mal so, als wenn wir das jetzt am Laptop festmachen. Dann werdet dann so. Und dann könnt ihr diese Screenbar, ich halte es auch komplett gerade hinten, also dass ihr das seht. So, man hat den Bildschirm, ich mache mal lieber so schräg. Die meisten haben ja den Bildschirm so wie ich, haben die den so ein bisschen schräg. Mache ich das auch mal ein bisschen schräg. Ihr könnt jetzt diese Lampe komplett anwinkeln. Ich mache mal so, da seht ihr das vielleicht besser. So. Haltet halt schräg und dann könnt ihr das so weit anwinkeln, also komplett runter machen und so. Und hier vorne haben wir dann den Lichtsensor. Ihr könnt die dann per Lichtsensor anmachen, also dass, wenn es zu dunkel wird, geht die an. Und dann haben wir hier einen roten und einen blauen Pfeil. Ich denke mal, das für die Helligkeit. Nee, Helligkeit wird die Sonne sein. Hier ist an und aus, also hier so ein Power, das sind also Touch-Tasten. Also ich sehe jetzt auf Anhieb die Sonne für hell-dunkel machen, also für die verschiedenen Helligkeitsstufen, denke ich mal. Oder nee, Quatsch, aus, an und aus, dann die Sonne. Die Sonne wird, denke ich mal, das Licht sein. Ob es weißlich ist, ob es weiß, also richtig weiß-blau, pures Weiß, so ein gelbliches Weiß, so ein leicht gelbliches Weiß. Dann haben wir hier aber nochmal eine Sonne und ein Herz und die Pfeile. Also da muss ich dann erstmal testen, für was das ist. So, und hier könnt ihr dann mal reingucken. So sieht das dann aus. Wir haben hier komplett Glas drüber. Die LEDs sind praktisch da dahinter. Also dass, wenn ihr das so habt, so, ja, könnt ihr nicht direkt in die LEDs gucken, weil die sind da hinten. Also, ihr seht praktisch oben die Kante vielleicht, je nachdem wie groß euer Laptop-Bildschirm ist. Aber ihr könnt nicht direkt in die LEDs gucken und könnt euch das dann so einrichten, weil meine Tasten sind auch nicht beleuchtet, dass ein schön Licht dran ist. Dann könnt ihr die Helligkeit variieren. Sehr angenehm, sehr geil. Finde ich eine tolle Erfindung. Ich werde das jetzt auf jeden Fall testen. Mein Laptop ist gerade nicht angeschlossen. Den schließe ich erst heute Abend wieder an, logischerweise. Und dann mit dem Karton, also das ist echt... Hut ab. Hut ab, muss ich da nur sagen. Kann ich nur sagen. So. Wie gesagt, das ist jetzt nur Unboxing und Hardware, ein EMI-Wesen. Ich werde das jetzt testen und dann kommt später dann nochmal ein Video, wo ich es euch in Action zeige und ein bisschen was erkläre, wenn ich sie getestet habe. Ich habe es jetzt erstmal ausgepackt, ich teste das jetzt und dann kommt... Später dann nochmal ein Video. Gib mir eine Woche, zwei Wochen Zeit zum ausführlich Testen. Ich bin dann jetzt auch mal weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ab Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.